Wir alle kennen wohl den bekanntesten sprechenden Elefanten und Anfang August stattet er uns einen Besuch im Kino ab und damit geht es hier jetzt natürlich um Benjamin Blümchen. Der Neustädter Zoo hat schon bessere Zeiten gesehen. An allen Ecken und Enden sind Reparaturen nötig, weswegen Herr Tierlieb auch eine Tombola veranstaltet. Doch die Einnahmen aus dieser sind leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb packen Benjamin Blümchen und sein bester Freund Otto persönlich an, doch auch das ist bei weitem nicht genug. Da scheint es gerade recht zu sein, dass die engagierte Zora Zack mit Unterstützung vom Bürgermeister ganz neue Pläne voller Modernisierungen hat und diese direkt in die Tat umsetzen möchte. Doch wie sich schnell durch einen ehemaligen Spion und der Reporterin Carla Kolumna zeigt, ist Zora Zack und ihr Team alles andere als an dem Wohl der Tiere interessiert. Benjamin Blümchen geht 91 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und startet ab dem 1. August 2019 in den deutschen Kinos, ist ein Familienfilm und natürlich auch ein Stück weit komödiantischer Einschlag und ist natürlich auch der große Benjamin Blümchen, bei dem ich als Kind auch auf Kassette groß geworden bin und mich immer wieder gefreut habe, wenn man den Benjamin Blümchen Song gehört habe und irgendwie gehört er wahrscheinlich für viele mit zum Großwerden dazu und deswegen jetzt auch hier ein Kinofilm, dann dessen Trailer ja schon vor, ich glaube, fast einem Jahr vor Kinostart ganz viele so ein wenig das Entsetzen ins Gesicht gerückt hat, weil er teilweise wirklich scheußlich animiert war. Aber man konnte zumindest hoffen und denken, naja, das wird schon nicht die finale Version sein, wie Benjamin Blümchen aussieht. Pustekuchen, so sieht er tatsächlich aus im Film. Und so muss ich sagen, ich war gespannt, wie wird dieser Benjamin Blümchen-Film werden. Und klar, ich weiß auch, Filme, die sich in erster Linie auch an Kinder richten, also wirklich an das junge Publikum, dürfen gerne überspielt sein, dürfen gerne überspitzt sein, dürfen gerne auch vielleicht sogar ein Ticken vorhersehbar sein. Aber so überspielt und so vorhersehbar und so unwitzig und in den wenigen charmanten Momenten sich schnell zerbrechend und vor allem technisch katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen, war Benjamin Blümchen für mich eine pure Enttäuschung. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Manuel Santos Gelke spielt Otto und ist zusammen mit Dieter Hallervorden als Walter Weiß noch am erträglichsten, weil der eine ist eben der Junge, der irgendwie mit einer CGI-Figur spielen muss und ins Luftleere guckt am Set oder zumindest irgendwo einen Anspielpartner stehen hat, aber der immer noch diese jugendliche frische Freudigkeit mit reinbringt und Dieter Hallervorden auch übertritt, zumindest so einen Abenteuerfaktor und den Spaß am Entdecken und Auskundschaften mir so rüberbringt, dass ich mir denke, hey, als Kind hätte ich diese Charaktere cool gefunden, aber neben den beiden sind viele einfach zu drüber. Eine Heike Makatsch, die als Zora Zack von Anfang an im Grunde schon verrät, deren Art mir immer wieder einfach zu draufgepackt ist, zu gewollt dominant. Ein Uwe Ochsenknecht als Bürgermeister, der irgendwie nur dem nächsten positiven PR-Moment entgegensehnt, auch für meinen Geschmack persönlich zu drüber und Co. gilt das immer wieder für alle anderen Figuren. Vor allem aber für die Sidekicks von Zora Zack, die unglaublich anstrengend und dämlich und wannabe sind und einfach auch so dieses typische durchdigitalisierte, durchmodernisierte. Ein Film ist nicht cooler, wenn man ihn komplett auf Web 3.0, was auch immer, packen möchte, finde ich persönlich immer anstrengend und fühlt sich an wie ein völliger Fremdkörper. Und apropos Fremdkörper, wechseln wir mal rüber zum Technischen. Die Kameraarbeit ist zum Beispiel dadurch, dass ständig im Neustädter Zoo, wo keine Zäune für die Tiere existieren, man viel mit Greenscreens arbeitet, immer so, dass die Figuren im Vordergrund so unglaublich scharf sind, im Hintergrund dann so schnell die Unschärfe sich zerbricht auf einem Weg, dass man merkt, okay, das ist hier digital erstellt zu weiten Teilen und du spürst den Greenscreen einfach ständig. Wenn du das Ganze dann noch irgendwie dazu packst, mit zu voll satten Farben und immer das Gefühl hast, dass die Schauspieler eben wie im Vordergrund draufgepackt sind, als ein Layer, wirkt das irgendwann einfach billig. Und Benjamin Blümchen fügt sich in so gut wie keiner Szene dem Raum irgendwie ein und wirkt wie ein ständiger Fremdkörper, mit dem zwar andere agieren, aber er sieht eben so schlecht animiert aus im Jahr 2019, dass das völlig katastrophal ist. Die Musik, die Lieder sind so lala, wie sie performt werden. Klar, so ein Benjamin Blümchen-Film, der muss auch gesungen werden und alles, aber auch hier warm und herzlich, schön und gut und auch am Ende, aber irgendwie fühlt es sich nicht für das an, was ich mir so erhoffe aus meiner Kindheit. Was aber richtig schlimm sind, sind die Soundeffekte. Wann immer man im Neustädter Zoo steht, wird dir so viel an Vogelgezwitscher reingeballert, dass du denkst, du stehst mitten in einer fetten Vogelvoyere oder am frühen Morgen im Dschungel und das irgendwie 24/7. Und wenn es dann rüberwechselt in Zora, zeigt es auch nicht wirklich gut von außen animierten, wenn es sich aufbaut, Forschungslabor im Neustädter Zoo. Sobald man da die Grenze passiert in ihrem geheimen Beratungsraum, da hört man überall, obwohl da irgendwie nur ein Screen und irgendwo mal ein Rechner steht, aber alles auf weiß und klinisch kalt gemacht ist, um zu zeigen, hier herrscht eine andere Art als im Neustädter Zoo, damit es auch jedes kleine Kind begreift. Ein Sounddesign mit ständigen, als wenn irgendwo jemand so ganz leise einen Rechner so tippen würde und Zisch und Piep und leichte Pfeifgeräusche, die so hochmodern
wirken sollen, wobei doch modernste Technik eben besonders leise und nicht hörbar sein sollte. Also ich fand das Sounddesign völlig katastrophal, weil es immer überlagert, völlig überspitzt und dadurch anstrengend war. Hat mich wirklich tatsächlich hart genervt bei Benjamin Blümchen. Kostüm und Make-up ist den Figuren soweit unterstreichend, wie es beim Kinderfilm auch erwarte. Ein bisschen voller, ein bisschen bunter. Gute Figuren sind heller angezogen, nicht so gute Figuren oder Figuren, die was anderes suggerieren sollen, eben anders. Alles so ein bisschen, wie ich es bei einem Kinderfilm erwarte. Muss ich wirklich sagen, dass die Effekte, wenn wir die noch reden, wirklich richtig, richtig schwach sind. Ich finde die anstrengend. Ich finde, Benjamin Blümchen sieht wirklich überhaupt nicht gut aus. Wenn man sich an so eine Figur ranwagt, dann muss man natürlich dann auch wahrscheinlich, sage ich mal, dass sie das passende Budget in die Hand nehmen, um sowas gut aussehen zu lassen. Vor allem bei einem Publikum, was definitiv eben anderes gewohnt ist. Und da kann man sagen, klar, wenn man das irgendwie aus deutscher Produktion, deutschen Mitteln stemmt, dann ist es kein Marvel Cinematic Universe Film. Man packt nicht hunderte Millionen Dollar in sowas rein. Das ist mir schon klar. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man es eben mit einem Publikum zu tun, was inzwischen auch recht verwöhnt ist. Und das nicht nur im Kino, sondern auch auf Streaming-Plattformen. Und da wirkt einfach so ein Benjamin Blümchen vom Design her völlig rückständig. Und da muss ich sagen, für mich ist noch gut, dass Dieter Hallervorden und der junge Manuel Santos-Gelke einigermaßen funktionieren in dem Film. Aber ansonsten ist er für mich absolut vorhersehbar für Kinder überspielt. Ich finde ihn unlustig und wenig charmant. Er ist eine technische Katastrophe. Die Effekte sehen wirklich schwach aus. Ich finde das Sounddesign ganz schlimm. Ich finde die Sidekicks von Sorazak richtig anstrengend. Und der ist insgesamt auch nur für 91 Minuten völlig langatmig. Und deswegen ist das für mich keine Empfehlung. Der Film bekommt von mir 2 von 10 möglichen Punkten, sowohl als Familienfilmkomödie, da hat er mich überhaupt nicht tatsächlich abgeholt, genauso wie insgesamt. Und ist wirklich hart. Ich hätte mir wirklich da mehr gewünscht. Tut mir leid an der Stelle. Das war meine Review zu Benjamin Blümchen ab dem 1. August in den deutschen Kinos. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.